Lincoln, stehst du auf Weißwandreifen? Schätze eher nicht. Jetzt wird's lächerlich. Wo geht's da jetzt raus? Alter, diese Steuerung ist so widerlich, einfach nur widerlich. Das ist so sinnlos, diese Steuerung, dass nicht mehr weitergeht. Die Karre kann er sich selber holen, den Auftrag, den hake ich ab. Wir machen einen anderen Auftrag, wie gesagt, ich werde das nicht machen, weil das ist einfach nur mühselige Quälerei, macht keinen Spaß und nervt nur. Sowas brauche ich nicht. Ich hole mir jetzt das Relino hier. Sofern es draußen ist, ansonsten scheiße ich da auch drauf. Wo ist das blöde Relais? Ja, vielleicht steckst du mal deine Waffe weg, du Dödel. Ach, so eine Drecksteuerung, wirklich. Das nervt so viele. Macht das ganze Game kaputt eigentlich, diese Steuerung. Denn es macht null Spaß, sowas. Null. Leg das zurück! Du da! Halt die Fresse, Junge. Bin ich gerade aufgelegt für Idioten. So, geh da durch. Clown den jetzt hier. Ja, Geld habe ich kein verloren. Ich werde das in Zukunft machen. Ich lasse mich einfach erschießen, wenn sowas ist. Ja, vorher natürlich nur das Geld abgeben und dann einfach erschießen lassen. Scheißegal. Ja, man fängt an und also neu an, mit neuem Leben und man verliert null Geld, wenn man es ja gerade verloren hat. Ja, wenn das Game einfach so eine dumme Steuerung hat, ist das Beste, was du machen kannst, einfach das. So, jetzt fahren wir da runter. Ich hasse Zeugen, Leute. Ich hasse Hallo, Zeugen. Hat das Dreckschwein wirklich nur geschafft, dass er die Bullen ruft. Aber ist egal, wir sind schon weg. So, ich fahre jetzt zu dem nächsten Auftrag, weil, wie gesagt, die Karre werde ich nicht klauen. Das ist einfach sinnfrei direkt bei den Bullen. Die sind so lästig. Das läuft einfach nicht. Nächstes Mal hole ich mir Verstärkung und werde alle Bullen umlegen. Sollte ich das doch mal machen. Wenn wir einfach alle Bullen komplett umlegen. Mit Verstärkung sollte das kein Problem sein. Ja, es ist einfach nervig, wenn die Steuerung hakt bei einem Spiel. Ja. Ich sag's nur eins, man kann Maus 4, Maus 5 nicht belegen in dem Game. Das kann jedes Kindergarten-Game heutzutage. Mafia 3 kann das nicht. Ist einfach nervig sowas. Ich verwende bei jedem Spiel Maus 4, Maus 5. Geht nicht. Ist einfach nur dämlich. Das sind zwei wichtige Tasten. Zum Beispiel der Nahkampf würde bei mir leichter gehen, wenn ich das auf der Maus 5 habe. Ich bin es einfach so gewohnt. Ich habe in jedem Spiel auf der Maus 5 den Nahkampf. Hier geht das nicht. Das nervt tötend. Kari ist auch der Superstar überhaupt. Also die Steuerung ist scheiße, das kann man jetzt schönreden einfach. Es turnt voll ab, so eine Steuerung. So, Hammer. Da soll man rein. Und dann haben wir das. Jetzt ist die Frage nur, wie komme ich da rein? Hier wahrscheinlich, ne? So, rauf müssen wir. Komm, komm, rennen, 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 rennen. Rennen, rennen, rennen. Ist ja auf dem Dach oben. Alter Falter. Jo, Danny, wir werden uns nur kennenlernen. Sweet Danny Little. Magst du Boxen? Bisschen. Es gibt Leute, die sagen, du hast das Zeug, ein Champion zu werden. Du hast bald diesen Kampf, richtig? Darum brauche ich deine Hilfe. Die Marcano-Typen haben so einen Kerl, heißt Two Dicks Peralta, hat ein Wettbüro in Wilcox Saloon. Er kommt beim Sparring zu mir und sagt, ich muss in Runde 5 K.O. gehen. Sonst? Und du dann? Hab gesagt, er kann mich mal. Am nächsten Tag bricht jemand meinem Bruder dreimal den Arm. Ist okay? So läuft das da. Two Dicks hat sich wohl sogar diesen Jungen geschnappt, Eddie Kenner. Schätze, den will aber eher für inoffizielle Kämpfe nehmen. Man kennt ja die Niggerkämpfe.
massig Kohle zu holen, wenn man weiß, wie die ausgehen. Fuck. Ich gehe mal zu Tudiks Leuten. Vielleicht finde ich was über ihn heraus. Vielleicht finde ich ja sogar Eddie. Mal mit Peraltas Leuten, wenn du wissen willst, was er plant. Naja. Hochdäupfen ist leider nicht. Müssen wir wieder so runter. So, was haben wir da? Tudiks verdient ein Heidengeld mit manipulierten Spielautomaten. Jo, das können wir ihm versauen, die Hütte. Holen wir unsere Dreckskarre da wieder. Wirklich eine Dreckskarre. Oh, da gibt es aber alles in unserer Nähe hier. Das könnte ja wirklich zu Fuß gehen, ey. Fahre sogar rückwärts hin. Das ist ja wirklich hinter uns. Mann, Mann, Mann. Die Tasche fühlt sich ziemlich leicht an, Leute. Kann sein, dass so, da sind die Pisser. Ist da jemand? Ja, ich bin da. Oh Gott, ich hab kein Muni, so eine Scheiße. Lass mal die beiden mal kommen, das kann nicht schaden. Ich komm dir nicht hier rüber. Oh Gott, ich rufe die Polizei! Tust du nicht. Denn ich leg dich um, Kleiner. Spielen wir noch eine Runde? Scheiße, wie spät ist es? Zeit für dich, noch eine Runde zu spielen, damit ich mein Geld zurückkriege. Was geht da an? Ja, befragen wir den Scheiß einmal. Der Boss hat irgendeinen Niggerboxer in petto. Ich kann euch zeigen, wo. Meine Crew. Na, dann werben wir ihn an. Boom. Also, die Spielautomaten soll ich kaputt machen. So, Scheiße. Ich dachte, die Kiste da. So, die Hammer. Hier ist auch Kohle. Die nehmen wir natürlich auch mit. Oh, ich dringend gilt. So. Die beiden sind auch da. Sehr schön. Ich brauche nämlich Muni, Junge. Zeig mir mal, was du hast. So. Wie sieht's aus mit Granaten und so? Hammer. Läuft. Gehen wir zum nächsten. Also ein paar hundert Meter. Was, 1900 Meter? Was zeigt man da für einen Scheiß an? Hier wollen wir hin. Nimm mal die Karre hier. Ey, ich muss sagen, das Spiel ist schon gut, Leute. Aber die Steuerung ist so miserabel, einfach nur. So unpräzise manchmal. Und das Hauptproblem ist eben Maus 4, Maus 5, ne? Das braucht man ja, jeder Zocker kennt es. Das braucht man definitiv, wenn man PC spielt. Ja, heutzutage Standard, würde ich sogar sagen. Na geh! Das meinte ich da. Dann bleibst du ja an jeden Scheiß hängen. Sowas darf echt nicht passieren heutzutage. Das nervt nämlich einfach nur. 47.400. Ja gut, beim anderen muss ich 100.000 Schaden machen. Also das ist das nur hier göttlich beim letzten. Du fackelst nicht lang, ne? Also schön. Na klar, Kumpel. Wir sprechen uns nach. So, weg da. Ich muss hier abstauben. So, dann. Was ist das da? Einmal meine Hepatiten müssen wir platt machen. Ja, ich würde sagen, machen wir das da und dann daneben das da. So, das ist hier. 200 Meter, aber ich fahre trotzdem, wenn wir die Karre hier schon haben. Geht's einfach zackiger. Den Schaden werden wir schon hinkriegen. Das sehe ich jetzt nicht das Riesenproblem. Also das sollte man wirklich gut hinkriegen. Das Problem ist eher, wie komme ich da rein? Schauen wir mal. Muss das unten oder oben töten? Da ist auch was. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Das wird unten sein. Wie kommt man da rein? Hm, toll, hier komme ich nicht rein oder was? Ach, was ist denn das für ein Scheißdreck wieder? Da macht man doch... Ach komm, jetzt bei jeder Treppe fliegst du da so blöd runter für 10... Ey, willst du mich verarschen? Ich sag nur Steuerung. Ja? Wieder mal. Hier sind viele Idioten. Also da wird nichts mit chillig reingehen sein.
entscheiden? Dreht sie dir um, das wäre nice. Scheiß drauf. Boah, das sind viele. Das sind aber viele Leute. Wie ist er hier rangekommen? Fangen wir mal an. Irgendwo muss man anfangen. Verzeihung. Oh Gott. Wer? Du? Du blöde Kuh. Blöde Fotze. Das kann ich jetzt nicht brauchen, das kostet mir 3000. Ey, Mann. Alles klar. Schickt uns hier Leute rüber. Ich muss hier weg. Seht euch diesen dreisten Mistkerl. Wer zum Teufel ist das? Na komm her jetzt. Tja, das mit den Bullen hat nicht recht geklappt, hä? Tussi. Der hat den gesehen, das hilft dem Pisser aber auf nix. Den murksen wir ab. So, der nächste. Will ich mir das nur ein? Komm her, Wachposten. Ja, hier ist tot. So, der nächste bitte. Kommt schön her und nachher machen wir den Verteilerkasten. Oh, Scheiße. Was war das, verdammt? Was ich am wenigsten vermisse, ist Schnee. Klar, er ist schön. Was haben wir denn hier? Als erstes nochmal. Das, dann das. Lauf. So, wir kriegen Verstärkung, dann läuft es hier, sehr schön. So geht es, Leute. Welcher Arsch schießt schon wieder auf uns? Hab ihn getroffen. Jawohl. Oh, machen wir das halt auf brutal, das ist erledigt hier. So, chillig gegangen. Den Kasten hier machen wir noch. Läuft, Leute! Hätte man die Verstärkung gerne gebraucht, die paar hätte ich auch machen können. Ich dachte, das sind mehr. Halleluja. Haben irgendwie verschaut. So, da gibt's Kohle, die nehmen wir natürlich mit. War jetzt auch noch was? Oh, das ist schon ein bisschen Kohle, Damage ist. So, hauen wir ab hier. Warte mal, Leute, das ist nicht nötig, denn da hinten gibt es zwei Relais, die holen wir uns zwei nebeneinander, das finde ich richtig geil. Oh, Kasse. Ich darf doch, danke. Jeden Zeugen hier umnieten. Kann man da nicht raus? Ah, hier. So, dann markieren wir uns das nächste. Das nächste ist da. Nimm. Was? Also, das ist hier. Machen wir das da. Zerstöre die Spielautomaten. Das ist kein Problem. Ist zwar nur ein paar hundert Meter, aber trotzdem. Bin faul, der Farmer.
So, ich versuche das mal leise zu lösen. Komm her. Welches Arschloch hat die Polizei gerufen? Den niete ich jetzt um. Wir werden nicht Bullen gerufen, ihr Schweine. Achtung an alle Einheiten im Umkreis. Wer war das mit den Bullen? Den erschieße ich noch. Du? Du Arschgeige warst es, ne? Hast du verdient? Lass mich hier nicht verarschen. Niemand ruft hier die Bullen. Das geht mal gar nicht. So, hau mal ab. Der muss ja irgendwo stecken. Suchen wir einfach weiter. Er will, kann er mich feuern. Aber wenn man die Abgabenordnung genauso ändert, wie die Bundesregierung das tut, gibt es eben solche Probleme. So habe ich das doch nicht. Hier ist er nicht, Männer. Versuchen wir es dann nicht. Ha? Wieso hat mir der gesehen, wenn ich es in so umlege? Das verstehe ich nicht recht. Schon ein bisschen komisch. Aber egal, wir kommen schon rauf. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss.